Glück, Soldat. Aldemar HD. Toll. So, hey Leute, hier ist der Aldemar mit ganz genau Fallout 4. Wir brauchen ein Sensormodul, einen Biometrik-Scanner und eine Schaltplatte. Ganz genau, keine Schallplatte, sondern eine Schaltplatte. Wir gucken erstmal nach einem Biometrik-Scanner. Da, guck mal. Haben wir so viele von einem. Dann brauchen wir ein Sensormodul und eine Schaltplatte. Da, guck, geschafft. Yeah! Ein Sensormodul, Schaltplatte. Das ist alles bei S. Scroll, scroll. Boah, wir haben so viel. Guck mal. Es lohnt sich. Es ist toll. Stell dir vor, du spielst Fallout 3 und du sammelst Müll und der bringt dir gar nichts. Ja, du kannst ihn nur verkaufen. Das war alles. Und jetzt kann man wirklich den Müll sammeln und verarbeiten. Ja? Ah. Scheiße, ich bin schon zu weit vom ganzen Labern wieder. Sensormodul. Eins noch. Ui, ja, ja, ja. Schaltplatte. Komm schon, bitte. Ja. 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 Guck mal, wie viele. Wir können unsere eigene Bruderschaft aufmachen. Geil. Alle optionalen Quests abgeschlossen. Das gibt bestimmt einen Spam. An Erfahrungspunkten für uns. Ja, Baukonsole, bla bla bla. Jetzt können wir das Teil schon weiterbauen. Soll ich auch mal Betten so bauen? Ich meine, während wir das bauen, können wir doch Siedler anhäufen. Anhäufchen. Ich meine, warum nicht? Wir können doch so kleine Blockhütten bauen. So Favelas. Würde gerne wissen, ob wir mal neue Bauanleitungen finden. Bis jetzt haben wir nur Blumentöpfe. Oh, ist Nacht. Na gut. Oh, guck mal hier, die Schaufenster, wollte ich sagen. Die Scheinwerfer. Ey, was macht ihr hier? Ich kann gerade nicht reden. Ich muss über eine Menge Dinge nachdenken. Ja, was machst du denn hier? Was können wir denn noch bauen? Wir können doch alles bauen. Komm, wir bauen mal gerade unseren Standard. Was können wir denn eigentlich an Reaktoren bauen hier? Gar nichts, ne? Komm, wir bauen mal... Davon haben wir sowieso genug. Guck mal, hier, großer Generator. Wo setzen wir den denn hin? Hier hin, ja? Erstmal. Was ist das denn hier? Ach so, das ist der. Okay, nein. Nein, scheiße, wo war denn das nochmal? Geht nicht. Kann ich hier nicht bauen. Es wurde rausgenommen. Glaube ich. Ja, glaube ich. Ja. Schade. Schade. Naja. Arschlöcher. Können mich auch mal am Arsch lecken. Arschlöcher. Habt ihr mich gehört? Guck mal, das ist sowieso nichts, was sie brauchen. Doof. Doof. Dann bauen wir mal weiter. Vielleicht geht das noch später. So. Wir brauchen das hier. Ah, okay. So. Dann, das hier. Und, das hier. So, dann brauchen wir noch einen Stuhl für den Computer. Nein, 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 ja. Wunderschön. Okay. Und jetzt? Kann ich die verbinden? Okay, wir brauchen einen Energiepylon. Energie 10, okay. Das bringt doch Energie 10, Moment. Einen großen. Ist doch egal. Sieht cool aus.
20 braucht der. Uiuiui. Wow! Oh, das ging aber schnell. Ich bin im Moment beschäftigt. Wir unterhalten uns später. Ja, ne, Kate. Ich glaube, das ist nicht so gut. Geh mal da weg. Okay, haben wir alles. Aktiviere den Signalempfänger. Okay, Kate, geh mal da weg. Kate. Ich bin dran. Ohne Energie wird das Ding keinen Mucks von sich geben. Ah, okay. Müssen wir das mit dem Strom versorgen. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder nicht genug. Okay, dann brauchen wir noch einen kleinen Generator. So einen? Noch so einen kleinen? Ne, komm, wir machen dann richtig. Ja, noch so einen. Geil, guck mal, wuh! Voll die Maschine, Alter. Okay, dann reden... Achso. Wie aktivieren wir den denn? Oh, nochmal 5. Und wieder aus. Dann machen wir nochmal einen. Oh, Alter! Können wir das noch drehen? Nee, da ist die dran. Da jetzt. Ich glaube, der Stuhl muss Manson da weg. Will mit dir reden. Und ich drehe den Schalter erst um, wenn er die Sache abgesegnet hat. Alter, ja, der Stuhl ist im Weg. Erstaunliche Arbeit, Ritter. Der Signalfänger scheint fertig zu sein. Sind Sie bereit, ihn einen... Kommen Sie zurück, Ritter. Sie ja, ich komme. Sie werden den Teleporter erst benutzen, wenn Sie mich angehört haben. Ich muss den Stuhl da weg tun, weil die da hin will. Zahn. So. Bisschen zu... Ich brauche noch Zuschauermaterial hier. Die Leute wollen zugucken. So. Für die Zuschauer. So. Wo ist er denn? Du Lappen. Weg von meiner Erfindung. Arbeit, Ritter. Der Signalfänger scheint fertig zu sein. Sind Sie bereit, ihn einem Test zu unterziehen? Ja, und ich soll reingehen, oder was? Sind Sie sicher, dass Ingram auch weiß, was sie da tut? Proctor Ingram hat die letzten 5 Jahre dafür gesorgt, dass ein 40.000 Tonnen Luftschiff nicht abstürzt. Ich denke, das qualifiziert sie ausreichend. Trotzdem ist es natürlich unser erster Versuch, Technologie des Instituts anzupassen. Wenn wir den Schalter umlegen, wissen wir also nicht genau, was passieren wird. So Gott will, landen sie im Institut und die Mission kann fortgesetzt werden. Oh Mann, habe ich genug Minen dabei? Himmelfahrtskommando. Geil. YOLO. Nichts wird mich aufhalten, wenn ich so nah dran bin, endlich Antworten auf meine Fragen zu finden. Sie brennen darauf, loszulegen, was? Sehr gut. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören. Sobald Sie im Institut sind, wird vermutlich der Kontakt abreißen. Es ist also wichtig, dass Sie sich alles merken, was ich Ihnen jetzt sage. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Ich glaube, die kenne ich noch von Fallout 3, oder? Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Dr. Lee, war das nicht die Arbeitskollegin von meinem Vater in Fallout 3? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Wenn ich jetzt falsch liege, tut's mir leid. Ungeduldig, das war ein Fehler. Sie gehen lassen. Unterschiede. Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Sie arbeitete zwar für die stählerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig.
Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Dr. Lee. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Tut mir leid, diese Information ist streng geheim. Das verstehen Sie sicher. Hören Sie zu, Ritter. Mir ist bewusst, dass Sie beim Versuch, ohne weitere Informationen ins Institut einzudringen, Ihr Leben riskieren. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick. Und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück. Ich muss definitiv Charisma vollscannen. Auf jeden Fall. Ja, okay, Himmelfahrtskommando, was soll's. Ich mag den Anführer zwar nicht so gerne, muss ich sagen, aber... Ich hab alles mehrfach überprüft. Ich muss mal abspeichern. Ich glaube, der Signalfänger ist bereit. Ich guck mal gerade, Granaten habe ich genug. Splitterminen. Wir haben den... Ja, das ist der Müll. Okay, Plasmamine haben wir eine, Splittermine haben wir eine für den Notfall. Inspektor-Outfit kann erstmal hier bleiben. Wir brauchen nämlich Gewicht. Du auch? Ja, boah, guck mal, wie cool das aussieht. Erst testen. Ziehen wir es durch. Legen wir los. In Ordnung. Ich will nicht testen. Stell dich auf die Plattform. Dann sehen wir mal, ob wir ein Signal finden, das wir kapern können. Ich bin gespannt, wo ich lande. Guck mal, wie cool das hier aussieht. Du wolltest doch ins Institut, ich hätte mal ein paar mehr Lampen hier postieren sollen. Ja, ich gehe ja schon. Vermeiden Sie es unbedingt, das Feuer im Institut zu erhalten. Okay, der Transmitter ist angemeldet, der Emitter bereit. Sieht soweit alles gut aus. Ich soll das Feuer einstellen, das ist ein Knall. Jetzt nach dem Signal. Drück uns die Daumen. Ich gebe jetzt den Code ein. Wow, jede Menge Störungen und Phantomsignale. Es wird etwas dauern, bis wir drin sind. Übrigens, dein kleiner Ausflug ist eine super Gelegenheit, so Dr. viel wie Lee möglich über das Institut und seine Pläne rauszufinden. Ich habe ein nettes kleines Programm auf dieses Holoband gepackt, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Steck es einfach in ein Terminal da unten. Das Programm erledigt den Rest. Bring es dann später wieder mit, dann schaue ich mal, ob ich aus den Daten schlau werde. Hey, wir haben es geschafft. Radiowellenübernahme abgeschlossen. Fahre den Emitter hoch. 60%, 80%. Oh mein Gott. Der Emitter ist an der Leistungsgrenze, aber er hält. Jetzt muss ich liebe euch, falls wir sterben. Wir sehen uns vielleicht nicht in der nächsten Folge wieder. Oh Gott. Viel Glück, Soldat. Ich lebe. Ich hab's gewusst. Alter, guck mal, wo ich bin. Ich soll nicht schießen, ja? Aber das kann ich doch benutzen. Okay, scht. Alter. Wow, sieht das sauber hier aus. Hallo? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Wollen wir den zuhören? Scheiße, geht nicht. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu... Vater, Moment, ich will dem nicht zuhören. Der will hier mir Flausen ins Ohr setzen. Lege den Netzwerkscanner Holoband in das Institut-Terminal. Was ist das hier überhaupt? Geh bitte in den Aufzug. Nein! Verdammt. Jetzt können wir unsere Verluste in Kupfer wieder gut machen. Na toll. Kann ich nicht hier bleiben? Scheiße. Was denkt ihr, wie groß das Institut ist, hä? Oh Mann, ich werde sterben. Weil jetzt kann man sich entscheiden. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Willkommen im Institut.
Wow, wenn die Bruderschaft das besitzen würde, ne? Wow. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Oh, wer weiß denn das? Hey, kleiner Mann. Sean? 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 Was? Ja, ich bin Sean. Sean? Oh mein Gott. Du bist es wirklich. Wer bist du? Sieht aus wie ich? Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Sean. Das ist bestimmt ein Klon. Ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Ich bin dein Vater. Ich glaube, der ist ein Klon. Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater? Vater! Ist der blind? Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater! Vater, hilf mir! Hier ist jemand! Hilf mir! Ach, der meint nicht mich, der meint den anderen Vater. Verdammt! Sean! Öffne die Tür! Vater! Vater, hilf mir! Er will mich entführen! Vater? Gut, ja, ich Vater, kann jetzt nicht wirklich mir. Mitfühlen, aber... Sean. Das bin ich. S923, Rückrufcode Cirrus. Das ist mein Sohn. Faszinierend. Oh. Aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Du bist mein Sohn, Alter. Das siehst du nicht? Das habe sogar ich erkannt, Alter. Guck mal, das bin ich. Das sieht man doch. Ich könnte dich töten, gib mir Sean, das ist Irrsinn. Vater? Vater? Das ist dein Name? Dein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. So wie du es für deinen Sohn bist. Für Sean. Okay, jetzt muss ich hier antworten, obwohl ich ja schon weiß, was Sache ist. Antworte Arschloch. Hilf mir zu verstehen. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen. Und die sollst du bekommen. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Vater. Nach dieser langen Zeit. Ich sag der Vater. Ich bin's. Ich bin Sean. Hab ich doch gesagt. Ich bin dein Sohn. Du bist es wirklich. Ja, krass. Siehst du, hab ich doch gesagt. Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen
und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Ja, dann musst du leider überlaufen zur Bruderschaft, weil die Werte der Bruderschaft müssen für immer durchgesetzt werden. Ich habe halt keine Beziehung zu meinem Sohn. Wir werden sehen, was wir jetzt machen können, aber ich werde mich ihm nicht anschließen. Na, wir hören uns erstmal an, was er zu sagen hat. Du wurdest geraubt. Sie haben dich gestohlen. Entführt. Das war nicht richtig. Richtig, falsch, irrelevant. Es war notwendig. Für das Institut hing davon die Zukunft der Menschheit ab. Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Menschliche Synths? Wirklich? Menschenähnliche Synths. Ein großer Unterschied. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja, aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Und du warst die ganze Zeit hier unten? Das war ich. Ja, du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Kellogg. Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war, aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Ich erwarte nicht, Scheiße! Dass du die Entscheidung verstehst oder gutheißt. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht, aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Gar nicht. Du läufst über mit mir. Deine Mutter wurde von dem erschossen. Deine Mutter? Sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Was soll ich sagen? Die Welt ist gefährlich.
Obwohl sie es wohl schon immer war. Jetzt zeigt sie es einfach nur ein wenig offener. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen? Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Scheiße, hätte ich doch bloß alles auf Charisma gepackt, ey. Scheiße, das Institut. Genug gehört. Was ist das? Das Institut? Du leitest also das Institut. Ich bin der Direktor. Ja. Dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Mit Zins? Du hast deine Mutter ist tot. Das ist dir scheißegal, die wurde erschossen? Du hast einen Riesenknall, voll propagandiert, ey. Wurde bestimmt aufgezogen mit den Gedanken, die ihm gefallen sollen. Angst vor dir spielt keine Rolle. Brauche deine Hilfe, warum du? Es zählt nicht, was sie denken. Es zählt nur, was du tust. Schön, dass wir uns einig sind. Nein! Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Hey, nein, das wollte ich nicht sagen. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Es gibt noch mehr zu besprechen, aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Nein. Da mache ich nicht mit. Das kann ich nicht. Warum? Wegen des Rufs des Instituts? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Wunderschön. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Widersprechen. Weiß nicht. Herablassend. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du all diese Leute und ihre Taten geringschätzen? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich glaube, das weißt du auch. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Tut mir leid. Das kann ich nicht. Und mir tut es leid, das zu hören. Ich hatte gehofft, dass wir zusammenarbeiten. Aber jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Wenn du gehen willst, kann ich dich nicht davon abhalten. Allerdings kann ich auch nicht zulassen, dass du im Institut bleibst. Du kannst wieder zurück zum Transmitter, der dich zurück zur Oberfläche bringt. Aber von da an giltst du als Feind. Tut mir leid. Ich muss vor allem an die Sicherheit des Instituts denken. Und in dieser grausamen Welt ist man entweder für oder gegen uns. Der Aufzug bringt dich zurück zum Transmitter. Benutze das Netzwerkscanner-Holoband. Oh, das machen wir noch, du Spasti. Kann ich ihn jetzt erschießen? Komm, wir probieren das mal aus. Ich speichere mal gerade. Ich habe ihn erschossen! Ich habe ihn erschossen! Okay, wir können ihn umbringen. So, aber zurück zum Sachlichen hier. Ich kann ihn jetzt nicht umbringen, weil die Bruderschaft hat gesagt, ich soll keine Scheiße bauen. Und wir müssen jetzt mal mit dem Holoband den Computer infizieren. Ich glaube, wir müssen nämlich das Holoband in den Computer einspeisen. Das geht ja auch. Da können wir R drücken. Das steht da unten. Und wir müssen auch noch Dr. Lee finden, ist mir gerade eingefallen. Komm, wir gucken mal gerade, was wir mit dem Holoband hier machen können. Ich war hier gerade mal oben, als ich ihn abgeknallt habe. Hier gibt es einen Computer, den können wir hacken. Oder auch ein Passwort aus dem Schrank holen. Aber wir wollen die XP haben. Bin durch. Der Holoband laden. Oh, direkt hier in dem Computer von meinem Sohn. Netzwerkscan einleiten. Sehr gut. Und
Ach so, stimmt. Wir müssen ja Dr. Lee finden und wir müssen wohl dem zusagen hier. Dem Sohn, dem Vater. Mann, ist das verwirrend. Wir müssen das Institut infiltrieren, also müssen wir uns ihm anschließen. Okay, wir wissen, dass wir ihn umbringen können, aber zurück zum Normalen, ja? Zurück zur Normalität. Ich hätte ihn am liebsten abgeknallt, aber die Bruderschaft hat uns das ja nicht erlaubt. Ist mir gerade eingefallen, deswegen habe ich nochmal geladen. Ich bin nochmal kurz oben rumgelaufen, wir kommen dann nicht raus. Und dann ist mir eingefallen, ja, wir müssen doch das Institut infiltrieren. Also müssen wir uns ihm anschließen. Und ich muss auch noch die Diskette irgendwie einspeisen. Warte mal, wir fragen ihn nochmal. Können wir darüber reden? Hast du deine Entscheidung überdacht? Nee, im Ernst, ich kann jetzt zustimmen, du weißt auch meine Einstellung. Ja, ich arbeite gerne mit dir, mein Sohn. Ich hab mich umentschieden. Ich arbeite mit dir zusammen. Das ist schön zu hören. Also dann, das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen. Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Dr. Lee? Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Ah, jetzt wird alles schlüssig. Alles klar. Mann, mein Gehirn ist auch einfach immer viel zu kurz eingestellt. Also wir können hier hochgehen. Und die Türen waren zu, als ich meinen Sohn erschossen habe. Ah, oh, cool. Aber hier ist ein Computer. Ich will das jetzt mal probieren hier gerade, das Einspeisen. Der Holodisk. Scheiße. Mann! Bin drin. Ach, da unten, R. Ja, friss Scheiße, Sohn. Sehr gut. Ah, geschafft. Sehr gut. Also, wir müssen Dr. Lee finden. Wir infiltrieren jetzt das Institut. Das ist cool. Wir können ja alles mitnehmen. Wir looten die leer, ja? Und am Schluss werfe ich ein paar Bomben hier rein und hau ab. Sehr gut. Also, Leute, das war's erstmal von Fallout 4. Bis zur nächsten Folge. Dann rennen wir mal hier ein bisschen rum. Oh, ein Fotoapparat. Also, bis dahin. Haut rein, Leute. Thank you.